Es ist ein historisches Datum, das die Türkei am kommenden Sonntag feiert. Dann ist es genau 100 Jahre her, dass Mustafa Kemal Atatürk die türkische Republik gründete. Seine unmissverständliche Maxime, die Trennung von Staat und Religion. Der Gründervater setzte auf Moderne und Nationalismus, bezeichnete die Religion als Gift. Der jetzige Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine ganz andere Vorstellung, wie sein Land zu sein hat. Er trägt seine Religion nach außen und versteht das Land als muslimische Nation. Unter Erdogan wurde die Türkei geradezu re-islamisiert. Ob es für die Menschen zum Jubiläum wirklich etwas zu feiern gibt, berichtet Markus Rusch. Hülya weiß manchmal nicht mehr weiter. Die alleinerziehende Mutter arbeitet Vollzeit, muss vom Mindestlohn leben. Umgerechnet gerade mal 380 Euro im Monat. Die Hälfte davon geht für die Miete drauf. Mit ihren beiden Kindern lebt Hülya in einer kleinen Wohnung in einem Istanbuler Randbezirk. Mit einem Nebenjob kommt sie gerade so über die Runden. Sie will ihren Kindern etwas bieten, aber seit einigen Jahren frisst die Inflation alles auf. Du bist entweder arm oder reich. Die Reichen leben einfach weiter, ihr Geld wird sogar mehr. Aber die Mittelschicht gibt es nicht mehr. Viele hier ziehen weg, viele haben Istanbul verlassen. Die Inflation liegt offiziell bei 62%. Experten halten sie für wesentlich höher. Und auch die Beschäftigungszahlen sinken. Im 100. Jahr der Republik befindet sich die Türkei in einer Wirtschafts- und Finanzkrise. Es herrscht eine große Ungleichheit. Die Türkei ist weltweit eines der Länder mit der größten Armut, mit dem niedrigsten Mindestlohn. Viele Einkommen liegen unter dem Existenzminimum. Die Rente, also das Einkommen von fast 16 Millionen Menschen, liegt derzeit unter der Hungergrenze. Dabei hat die Türkei in den letzten Jahrzehnten eine rasante Entwicklung durchgemacht. Mit vielen Investitionen, Autobahnen, Brücken, ein Atomkraftwerk, riesige Flughäfen, sogar ein Raumfahrtprogramm. Eine der Erfolgsgeschichten, der Industriepark TOSP in Kocaeli. Hier wird 1,5% des türkischen Exportvolumens erwirtschaftet. Vor 25 Jahren war Kocaeli noch ein trostloser Fleck, 50 Kilometer außerhalb Istanbuls. Heute arbeiten hier in 90 Firmen 40.000 Menschen, produzieren Autozubehör auf Weltniveau. Das Konzept der beiden Chefs, wenig Staat, viel Eigeninitiative und höhere Löhne als der Durchschnitt. Doch was hier funktioniert, ist die Ausnahme. Wir brauchen in erster Linie politische und wirtschaftliche Stabilität. Ich bin der Meinung, dass wir in der Türkei genügend Unternehmer haben, genügend Leute haben, die schon investieren wollen. Die haben aber nur Angst, ob es morgen nicht stabil wird, politisch oder wirtschaftlich. Und diese Angst führt dazu, dass nicht genug investiert wird. Die Gesellschaft tief gespalten. Von den Ideen einer geeinten, modernen Türkei des Staatsgründers Atatürk ist nicht mehr viel übrig. Das Land wird als Ein-Mann-Regime wahrgenommen. Rechtsstaat, Justizapparat, die ganze Gewaltenteilung hat sich aufgelöst. Exekutive und Justiz sind ineinander verschlungen und können sich nicht mehr kontrollieren. Deshalb bin ich für die Zukunft pessimistisch. Pessimistisch ist auch Hülya. Gerade hat der Vermieter ihr gekündigt. Er will die Wohnung verkaufen. 6 Monate dürfen sie noch bleiben. Wie es dann weitergehen soll, unklar. Der Sohn Hakan erzählt, dass er und seine Freunde ständig Angst vor der Zukunft haben. Alle sprechen darüber, dass sie weggehen wollen. Niemand will mehr bleiben. Alle in meinem Alter wollen ins Ausland. Denn selbst wenn man studiert hat, bekommt man hier kaum eine Chance. Das macht mich traurig. Und so versuchen Hülya und ihre Kinder irgendwie, den Alltag zu meistern.